Hallo, ich bin Christine Preyon und das ist Hingehört. Mach mal so, wie du es für richtig hältst. Hallo Christine, was machst du hier? Ich lese von Robert Thorogood, Mrs. Potts Mordclub und Der tote Bräutigam. Womit hat Mrs. Potts Mordclub es dir angetan, dass du nun schon den zweiten Teil als Hörbuch einliest? Es macht einfach Spaß. Es ist kurzweilig, es ist unterhaltsam und es ist auch mal was ganz anderes als das, was ich sonst mache. Und ja, es ist ein Fest für Schauspieler. Ich kann dort mindestens zehn Rollen spielen in einem Buch, das fetzt. Die Presse schwärmt vom ersten Band. Die eigentliche Entdeckung der Hörversion aber ist Christine Preyon. Oder die geniale Lesung macht die Geschichte zu einem großartigen Hörvergnügen. Spornt so etwas an, weiterzumachen? Ja. Was macht für dich den typisch britischen Krimi und vielleicht auch Humor aus? Und hattest du auch vor den Hörbüchern schon einen Bezug dazu? Absolut. Mit englischem Humor kann ich sehr viel anfangen. Ich liebe Monty Python, habe mir, glaube ich, alles davon angeschaut. Ich mag Ricky Gervais, ich mag Mr. Bean, ich gucke mir mit meinem Kind Shaun das Schaf, Wallace und Gromit, alles 10.000 Mal an. Wenn wir schon gerade bei Hörbüchern sind, Mr. Gumm. Gelesen, übersetzt und gelesen von Harry Rowold ist für mich das Nonplusultra. Könnte ich ständig hören. Der britische Krimi, damit bin ich natürlich auch groß geworden mit den Miss Marple-Verfilmungen, die ich schon als Kind sehr geliebt habe. Dann auch die Sherlock Holmes-Verfilmungen finde ich toll. Das ist natürlich nicht alles dasselbe. Monty Python ist nicht Miss Marple, aber was bei allen irgendwie so ein bisschen eine Schnittmenge ist, ist immer dieses trockene, schwarzhumorige, was ich gerne mag. Und mitunter, vielleicht bei Miss Marple weniger ausgeprägt als bei Monty Python, aber auch das Subversive am englischen Humor gefällt mir sehr. Du hast auch schon deine eigenen Texte bei uns als Hörbuch eingelesen. Läuft so eine Aufnahme anders ab? Im Prinzip, im Großen und Ganzen natürlich nicht, aber im Kleinen dann doch, weil mein Buch, was ich eingelesen habe, zu großen Teilen dem entspricht, was ich als Bühnenprogramm mache. Und dadurch fiel es mir mitunter leichter, die Texte im Studio zu spielen und zu sprechen, statt sie abzulesen als Text, wie ich das natürlich hier bei diesem Hörbuch mache, beim Thorogood. Und das ist dann manchmal ein bisschen eher so ein Gefühl gewesen, wie als würde ich auf der Bühne stehen, statt im Studio zu sitzen und ein Hörbuch einzulesen. Also ja, da würde ich sagen, lag so der Hauptunterschied zu dem, was ich jetzt mache. Du bist schon eine Weile auf Abschiedstour. Verrätst du uns, was wirklich dahinter steckt? Das ist natürlich ein Scherz. Das ist reines Marketing. Mein Programm heißt Abschiedstour aus nur einem Grund, damit das nächste Programm Comeback heißen kann. Danke, Christine. Bitte, gerne.